Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Wendels Monday. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja einen Apfel bekommen haben, die Schachtel bekommen haben, den Schneckkochtopf genommen haben, dass wir halt eine Bombe draus basteln. Uns fehlt halt noch eine Zutat, das Frittierfett. Jetzt, das müssen wir von Bruno bekommen. Von Bruno. Bruno will aber Stärke, Weisheit und Glück. Wir sollen Glückstrank brauen, den gucken wir gleich, was wir dafür brauchen. Wismut hatten wir bekommen, weil wir einen Apfel den anderen Gefängniswärter-Insassen gegeben haben. Ich wollte sagen Gefängniswärter, aber naja. Wir müssen, wie gesagt, das Kleeblatt finden dann. Wahrscheinlich. Und ja, schauen wir mal. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Wir haben eine Münze gefunden, genau. Sorry, im Krähennest war ein Penny drin. Mit dieser Hake, diese Clownhake, haben wir halt mit drei Kopfkisten halt den Ast runtergeholt, dass wir das bekommen haben, aber ja. Also. Machen wir mit Weisheit mal. Was meinst du mit Weisheit? Naja, du weißt schon. Weisheit eben. Ja, das ist ein bisschen vage. Was genau meinst du damit? Nun, weißt du, vor ein paar Jahren gab's mal so einen Typen, der etwas ungewöhnlich war. Die haben ihn dann in die psychiatrische verlegt, weil er, so ungewöhnlich war. Und wo liegt das Problem? Der ist seit heute Morgen wieder hier. Oh, ist der irgendwie gefährlich oder was? Muss ich mir Sorgen machen? Eigentlich nicht. Aber als er in die Klapse kam, war er automatisch vom Spuckwettbewerb ausgenommen. Jetzt ist er zurück und ehrlich gesagt, ist der Bastard besser als ich. Sogar mit dem Zaubertrank und meinem Training. Verstehe. Okay, aber du scheinst nicht so richtig zu verstehen, was Weisheit eigentlich heißt. Ach, glaub ich nicht. Also, das kann halt nur Alan sein, ne? Weil den haben wir ja auch getroffen, der ist ja seit heute Morgen wieder da. Naja, schauen wir mal. Vertrau mir, Bruno. Das bedeutet nicht das, was du denkst, dass es bedeutet. Egal. Dieser Alan ist ein richtiges Arschloch und ich muss ihn besiegen. Moment mal. Sagtest du Alan? Eben der. Die lebende Legende. Gegen den habe ich keine Chance. Ach, das kann ich vergessen. Alan? Dieser schizophrene Typ mit dem Ballettröckchen? Genau der. Jetzt verstehe ich, warum der in die Klapse kam. Tja, der ist gestern rausgekommen. Also ist er wieder da und wird beim Wettbewerb teilnehmen. Der verdammte Bastard! Ich bin erledigt. Bruno. Du lässt dich von einem Typen im Ballettröckchen einschüchtern? Ich krieg gleich einen Lachkrampf. Ich will, dass das Arschloch aus dem Turnier fliegt. Du meinst, ich soll Alan kalt machen? Das hast du gesagt. Wär mir aber auch recht. Aber warum hast du es dann nicht einfach selbst? Ich meine, komm schon, du bist der am meisten gefürchtete Insasse hier. Schick ihn einfach auf die Krankenstation. Problem erledigt. So einfach ist das nicht. Jeder weiß, dass er der Einzige ist, der mich schlagen kann. Wenn ich den anfasse, wäre ich sofort disqualifiziert. Und ich habe ja nicht das ganze Jahr trainiert, damit ich in letzter Minute rausfliege. Okay. Ich schau mal, was ich machen kann. Aber versprechen kann ich nichts. Hix, ich zähl auf dich. Lass mich nicht hängen. Ich tu mein Bestes. Das höre ich gern. Ja, dann müssen wir halt Alan ausschalten. Schauen wir mal, wie wir es gleich machen. Ne? Aber erstmal will ich mal wissen, was wir fürs Rezept brauchen. Also, was braucht man, um das Elixier zu brauen? Ach, keine Ahnung. Du weißt es nicht. Wie soll ich's dann machen? Ich dachte, dir fällt vielleicht was ein. Weißt du der Kopf und ich die Muckis. Ich dachte, das wäre soweit klar. Wenn du es sagst,
Also was weißt du noch über Omas Rezept? Es war ein Geheimrezept. Du bist keine große Hilfe. Komm schon, Junge. Das kann doch nicht so schwer sein. Du packst einfach einen Haufen Glücksbringer in den Topf und rührst kräftig. Kinderspiel! Wie sieht's mit einem Hufeisen aus? Irgendwo hängt hier eins rum. Siehste? So ist es recht. Ist doch echt nicht so schwer. Tja, ich weiß nicht, wie der Zaubertrank schmecken wird. Aber ich scheiß drauf, ich mach's. Du weißt, was zu tun ist, Junge. Such einfach nach Glücksbringern und misch sie zusammen. Übrigens bin ich laktoseintolerant. Also dann kein super Glücksbringer-Milchshake. Okay, wie gesagt, dann wissen wir Hufeisen. Irgendwie bringt ja eine Münze auch Glück. Ich weiß nicht mal, in welchem Zusammenhang das war. Ich glaube, das war ja in Rom mit in den Brunnen werfen, ne? Naja, Glückspenny eigentlich. Das ist halt aus Dagobert Duck geklaut. Also aus DuckTales in Nasen von Dagobert. Daraus assoziiere ich das. Ein Kleeblatt. Wir haben nur dreiblättriges. Wir haben aber ein Feld. Wahrscheinlich ist dann, wie gesagt, da irgendwo eins. Schauen wir mal. Aber jetzt machen wir erstmal das Training. Dein Training beginnt jetzt. Perfekt. Wie sollen wir es angehen? Warum legen wir nicht einfach ein bisschen 80er Classic Rock auf und du machst irgendwas? Ich schau mir das an und nicke dazu. Gefällt mir. Erinnerst du dich an Ivan Drago aus Rocky? Stell dir einfach vor, der ist dein Gegner. Das bringt mich richtig in Fahrt. Gehen wir es an. Was zur Hölle war das? Na, wie fühlst du dich? War noch nie besser, als könnte ich die ganze Welt bespucken. Wow, alles in unter einer Minute. Ich bin echt gut. Beste Minute aller Zeiten. Ha, fühl mich bullenstark, obwohl da vielleicht auch die Stierhormone, die ich vor kurzem genommen habe, was damit zu tun haben. Bullenspeiche. Das gefällt mir. Das war's aber absolut wert. Sehe ich genauso. Ja, das ging ja schnell mit dem Training. Gehen wir nochmal gucken, ob wir ein Kleeblatt finden. Da muss ja irgendwo eins sein. Gewöhnliches Kleeblatt? Die nehme ich nirgendwo mit hin. Riesenkleeblatt. Zweiblättriges, riesen, winziges, komisches, zweiblättriges, trockenes, einblättriges. Die nehme ich nirgends. 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 Klee ohne Blatt? Die nehme ich nirgends. Die nehme ich nirgends. Das sind zwei. Die nehme ich nicht. Die nehme ich nicht. Die nehme ich nicht. Mit der Vogelscheuche muss. Kennen wir schon. Die nehme ich nirgend. Gehen wir weg da. Die nehme ich nirgend. Die nehme ich nirgendwo. Die nehme ich. Die nehme ich. Hey, man muss hier doch eins sein. Die nehme ich. 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 Die nehme ich nirgendwo. Klee. Die nehme ich nirgendwo. Die nehme ich. Die nehme ich. Hatten wir schon. Die nehme ich. Die nehme ich nirgendwo. Junge, Junge. Die nehme ich. Die nehme ich. Die nehme ich. Die nehme ich. Was ist denn das? Klee ohne Blatt. Winziges Klee. Die nehme ich. Klee. Die nehme ich. Die nehme ich.
irgendwo müssen wir hier doch eins haben. Habe ich hier das irgendwo? Die nehme ich nirgends. Irgendwo müssen wir das doch haben, ne? Die nehme ich nirgends. Die nehme ich. Wo ist denn das Ding? Die nehme ich. Die nehme ich. Was ist denn das? Die nehme ich nirgends. Die nehme ich. Die nehme ich. Junge, 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 wo ist denn das? Irgendwo muss ja da eins sein. Die nehme ich nirgendwo. Wollt ihr drauf rumklicken? Die nehme ich nirgendwo mit hin. Aber es steht halt auch immer dasselbe da, ne? Immer und immer wieder. Oder habe ich da irgendwas übersehen schon? Junge, 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 was ist denn das? Gewöhnlich trocken Klee, verwecktes Klee, zweiblättriges, gewöhnliches Klee, trockenes Klee, Klee ohne Blatt, verwecktes. Oder ist das. Nee, das ist. Ein stinknormales Kleeblatt. Und Glück bringt ja nur vierblättriges Kleeblatt. Die haben wir nicht schon alle angeklickt. Das eine Kleeblatt. Da war ich doch schon die ganze Zeit, oder? Ein echtes vierblättriges Kleeblatt. Guck mal, jetzt sieht man das hier auch. Vierblättrig, das kann man nicht lange suchen. Hey, was haben wir denn hier? Ein original vierblättriges Kleeblatt. So. Hallo. Murray? Murray? Würden Sie sich als abergläubisch bezeichnen? Tja, weiß nicht. Ja und nein. Was? Murray? Sind sie es oder sind sie es nicht? Tja, ich glaube nicht ans Paranormale oder so, aber manchmal fühle ich mich tief im Innern so ein bisschen komisch. Wie soll man das erklären? Meinen Sie Blähung? Nein, ich habe nur manchmal so... Hören Sie auf, Murray. Ich will nichts über Ihre Verdauungsprobleme wissen. Ich will nur wissen, ob Sie einen Glücksbringer haben oder so. Klar habe ich einen. Eine Hasenpfote. Hat mir immer Glück gebracht. Echt? Eigentlich nicht. Aber ich hab sie halt gern dabei. Ist wie ein Teil von mir. Sicher. Warum fragst du? Ach, nur so. Sonst haben sie nichts dabei, oder? Ich bringe nie Wertsachen mit zur Arbeit. Sie haben die dumme Angewohnheit, sich zu verflüchtigen.
Verflüchtigen, ja? Hey, Murray! Wollen Sie einen Zaubertrick sehen? Ich kann alles einfach so verschwinden lassen. Wirklich? Ich liebe Zaubertricks. Perfekt. Ich bereite alles vor und dann komme ich wieder, okay? Oh, das wird Ihnen sicher gefallen, Murray. Ich warte hier. Ich habe mir das irgendwie gedacht, weil Murray irgendwie so komisch ist, dass er vielleicht irgendwas damit zu tun hat. Ich muss dann los, Murray. Man sieht sich. Nein, ich muss mir was ausdenken, wie ich an die Hasen fuhr. Zaubertrick, ne? Also, Murray, bereit für das Übernatürliche? Ich bin immer bereit für etwas Zauberei. Okay. Also, worauf warten Sie? Geben Sie mir Ihre Hasenpfote. Hä? Oh, sicher. Für den Zaubertrick. Bitte sehr. Sie müssen besser aufpassen, Murray. Tada! Unglaublich! Das war absolut erstaunlich. Wo ist sie? Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Gut gemacht, Junge. Ich wusste, dass Ihnen das gefällt, Murray. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss los. Was heißt das, du musst jetzt los? Kriege ich meine Hasenpfote nicht zurück? Oh, die ist futsch. Wie futsch? Ich dachte... Ach, Murray, ich kann Ihnen den Trick nicht verraten. Das überlasse ich Ihrer Fantasie. Ja, okay. Bis dann. Der Typ ist auch so ein bisschen dumm, ne? Kann das sein? Hey, Mortimer! Was soll denn das? Ich will die wiederhaben. Mortimer, gib mir die Hasenpfote zurück. Oh, komm schon! Leg dich nicht mit mir an! Hab eine Menge durchgemacht, da ranzukommen. Gib sie her! Ich warne dich, Alter. Ich hab nach all den Jahren nicht mehr viel Geduld übrig. Also überspann's nicht! Fuck, Mortimer! Dieses Grummel versteht doch überhaupt keiner! Gib mir einfach die Hasenpfote! Wenn ich's nochmal sagen muss, wirst du's bereuen. Mir reicht's jetzt. Also, du schleichst gerne im Finstern rum, ja? Ich werde dir einen Grund geben, sich im Dunkeln zu fürchten. Wir müssen irgendwie da auf den Sack gehen, ne? Brita voller Schnaps. Schnaps brennt ja normalerweise, ne? Ah, jetzt ist sie voll mit üblem Fusel. Ob das geht? Oh. Kippe? Es wird nicht klappen. Okay. Können wir die Streichhölzer dafür nehmen? Geht das? Das sollte dich lehren. Niemand fickt Mr. Hicks. Oh, Hasenpfote. Eine Glückshasenpfote. Ob wir jetzt alles zusammen haben? Schauen wir mal gleich. Erstmal spreche ich mit Ellen. Übrigens, Ellen, hätte ich fast vergessen. Du nimmst also am Wettbewerb teil, ja? Mhm, stimmt. Du glaubst doch wohl nicht, dass du eine Chance hast, oder? Ich weiß, dass ich gewinnen werde. Ich bin eine Legende. Keiner hat auch nur annähernd mein Talent. Meine Technik ist jenseits der menschlichen Möglichkeiten. Was soll das heißen, jenseits der menschlichen Möglichkeiten? Ich meine, dass ich bis in die Stratosphäre spucken kann, ohne dabei in Schweiß auszubrechen. Kennen Sie jemanden, der das auch drauf hat? Tja, vielleicht Matt in seinen besten Jahren. Ich habe noch nie von diesem Matt gehört. Aber der kommt an mich nicht ran. Seien Sie versichert. Klar, Mann, du bist der Beste. Geht's dir eigentlich gut hier drin? Kann ich irgendwas für dich tun? Keine Sorge, mir geht's gut.
Das Einzige, was mich stört, ist die verstopfte Atmosphäre. Was meinst du damit? Ich bin sicher, Menschen wie Ihnen fällt das gar nicht auf. Aber hier riecht's einfach schrecklich. Ja, ich weiß, hier riecht nicht gerade nach Veilchen, aber da gewöhnt man sich dran. Das glaube ich nicht. Ich habe einen außergewöhnlich starken Geruchssinn. Und ich weiß ganz sicher, dass der faulige Gestank in diesem Kerker für mich nie aufhören wird. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ja, wir haben ja noch was im Inventar. Naja, ich muss los. In Ordnung, aber achten Sie auf diese Gestalten. Hier sind sicher ein paar von Ihnen im Undercover-Einsatz. Klar. Ich pass schon auf. Na sicher doch, Ellen. Wir haben doch noch Dünger. Und Dünger riecht ja nicht gut. Immer noch Mist. Bisschen weniger, aber immer noch Mist. Entschuldige, Alan. Ich kann nicht erlauben, dass du am Wettbewerb teilnimmst. Wenn du gewinnst, kriege ich kein Fett. Und ich bin zu weit gekommen, als dass ich mir das durch einen Irren kaputt machen lassen würde. Erledigt. Nur fürs Protokoll. Der ist bloß bewusstlos. Hoffe ich. Ich sag dir, der ist völlig weggetreten. Irgendwie... Die können wir nicht mitnehmen mehr? Okay. Na gut. Wir sollen einen Trank brauen. Wir hatten ja hier was zum Brodeln. Hasenpfote. Tja, ohne Fleisch wär's ja auch kein Essen. Was? Naja. Kleeblatt. Ein bisschen Glücksgemüse. Glücksgemüse. Penny. Was geht? Jeder liebt den Geschmack von Geld. Ach, deswegen. Geschmack des Geldes. Hufeisen. Eine Prise Hufeisen für den feinen Geschmack. Hey, du wirst es nicht glauben. Ich habe eine Brühe aus dem ganzen Kram gezaubert. Weiß nicht, ob's Glück bringt oder eher irgendwie hochgiftig ist. Kann mir aber auch ganz egal sein. Mir auch. Das Glas. Das ist ein Nikotinkaugummi, das einfach dicht hält, ist auch so ein Wunder. Naja. Okay. Dann bringen wir ihn das mal. Dann sollten wir den Schlüssel bekommen. Dann kommen wir hier raus, ne? Weil wir dann ans Fett kommen. So. Hallo, hallo, da bin ich. Ich hier, dein Gesöff. Gib das her! Hey, langsam, langsam! Du willst dich doch nicht an dem Hufeisen verschlucken. Wow! Schmeckt genau wie die von meiner Oma. Da ist dieses Kribbeln im Hals. Ich glaub, sie wirkt schon. Meine Spucke wird schon dicker. Wenn du meinst... Danke, Hicks. Ehrlich, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Du weißt aber schon, dass du immer noch im Knast bist. Das ist jetzt mein geringstes Problem. Also, Bruno... Es wird dich freuen zu hören, dass Alan kein Problem mehr darstellt. Im Ernst? Ja. Und ich habe es höchstpersönlich erledigt. Wow. Er wird am Wettkampf nicht teilnehmen, nach dem, was ich mit ihm angestellt habe. Weiß nicht mal, ob er noch atmet. Also, Problem erledigt. Hicks, du steckst voller Überraschung. Also stimmen die Gerüchte über dich doch? Welche Gerüchte? Warum sagt mir dann keiner was darüber? Wen kümmert's schon? Wichtig ist, dass du den Bastard ausgeschaltet hast. Meine Arbeit als Trainer ist getan. Sieht so aus. Danke für alles, Coach. Du hast mir meine alte Form wiedergegeben. Du weißt, dass das nicht stimmt. Du warst nie wirklich weg. Ich habe dich nur daran erinnert, dass du immer noch Bruno bist. Und es auch immer bleiben wirst. Ich werde dich nie vergessen, Trainer Hicks. Danke, Bruno. Nur eins noch. Ja? Ich will jetzt das scheiß Frittierfett. Klar. Hier ist der Schlüssel zum Küchenschrank. Da ist das Fett drin.
Na endlich. Schaust du dir meinen Triumph an? Nein. Nein. Ich hab den Scheißschlüssel schon. Lassen wir den mal in Ruhe. Okay. Ja, dann holen wir uns das Frittierfett mal, ne? Eigentlich sollten wir alles gemacht haben jetzt. Guck mal, das brennt nicht mal mehr. Wow. Das Glas ist ja auch weg, weil es einmal weggeschmissen hat. Warum haben wir eigentlich das hier immer noch? Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur, weil so ein scheiß Wurm drin war. Naja. Manches verliert man später eh wieder. Speisekammer. Dann öffnen wir das mal. Frittierfett. Frittierfett. Stand da Oliven drauf? Frittierfett. Was ist das? Frittierfett. Wie heißt das? Frittierfett. Sorry. Bombenbau. Etwas Dressing dazu? Wenn das Handbuch stimmt, ist dieser Topf gerade zu einer brauchbaren Bombe umfunktioniert worden. Endlich. Es ist vollbracht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch kochen, oder? Das will ich nicht in die Luft jagen. Ne? Ach, wir müssen das dann nur geben, ne? Ja. Dann gehen wir mal hin. Mit dem haben wir noch zu Anfang gar nicht gesprochen gehabt, oder? Psst! Charlie, bist du da? Heiliger Odysseus 31, Randall Hicks, du lebst! Ja, ich lebe. Und nur um es abzukürzen, ich weiß alles über deinen Fluchttunnel und ich weiß auch, dass du für die Mauer in Sektor 7 Sprengstoff brauchst. Stimmt's? Woher weißt du das alles? Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Raus aus meinem Kopf! Was? Ich will das nicht. Ich will keine Leute in meinem Kopf. Entspann dich, Charlie. Ich habe nur oben im Stockbett gelegen und dich im Schlaf reden hören. So war das nämlich. Oh, ergibt Sinn. Warte mal. Bist du der berühmte Mr. Hicks? Ja, na klar. Was hast du denn gedacht? Gibt's nicht. Das kann nicht sein. Ist aber so. Also du bist in diesem Knast Mr. Big Shot? So drücke ich selber nicht aus, aber ja. Scheiß drauf. Es war zwar nicht einfach, aber ich bin jetzt hier der Boss. Wow. Sollte ich dich jetzt nicht vielleicht Sir Randall nennen oder so? Och, komm schon, Charlie. Das gilt nur fürs Fußvolk. Du kannst mich Meister nennen. Schon, weil du mich ja hier rausbringst. Wie meinst du das? Tja, wir müssen durch die Betonwand durch. Und wenn ich etwas Sprengstoff auftreiben kann, dann bin ich beim Ausbruch dabei. Stimmt's? Tja, naja, wenn du mitmachen willst, ist das schon okay. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Sprengstoff auftreiben können. Oh, ihr Kleinmütigen. Wart's einfach ab. Ich hätte schon lange mit ihnen reden können, ne? Ja, irgendwie habe ich es nicht gemacht. Naja, jetzt haben wir sie noch nachgeholt. Deswegen passt das. Hey, Charlie, bist du da? Also, bereit für den großen Knall? Wo hast du die denn her? Ich bin ein Mann mit vielen Talenten, Charlie. Auch wenn es nicht ganz einfach war, um ehrlich zu sein. Wow, ich dachte immer, du wärst nur ein dummer, fauler, übellauniger, kleptomanischer Bastard. Aber jetzt sehe ich, das mit dem Faul stimmt gar nicht. Egal, bist du bereit, dass wir uns von hier verpissen? Schon seit ich hergekommen bin. Los geht's, bringen wir's hinter uns. Alles ist außer faul, alles klar. Randy kroch in die Freiheit durch einen 500 Meter langen Schacht, der so ekelerregend nach Scheiße gestunken haben muss, dass ich's mir nicht mal vorstellen kann. Vielleicht will ich's mir auch gar nicht vorstellen. 500 Meter. Das ist die Länge von 8 Millennium Falcons. Etwas mehr als ein halber Kilometer. Was zur Hölle? Wenn ich mir Randy vorstelle, wie er den U-Bahn-Schienen gen Westen folgte, muss ich immer noch schmunzeln. Randy Hicks, der durch den Scheißkanal gekrochen war, um am anderen Ende stinkend wieder herauszukommen. Randall Hicks war auf dem Weg nach Hause. Verdammt, ich musste das meiste meines Inventars bei der Flucht zurücklassen. Aber wenigstens bin ich jetzt frei. Okay, was haben wir denn jetzt noch?
Ein Schlüssel und Kaugummi. Okay. Na sicher doch. Na sicher doch. Ich geh mal in die Seitengasse erstmal. Das verstößt gegen meinen Grundsatz, niemals eine dunkle Gasse bei Nacht zu betreten. Na gut, Randall. Dann machen wir es eben nicht. Aber ich würde sagen, da die Zeit eh schon um ist, würde ich erstmal Feier machen. Und dann gehen wir beim nächsten Mal ins Haus rein. Mal gucken, ob da noch was passiert oder so. Ob wir endlich erfahren, was wir gemacht haben. Wer gestorben ist. Wahrscheinlich ist das Matt. Aber naja. Na gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Wendell's Monday. Bis dann. Ciao, ciao.